So, ein wunderschön. Ja, ihr habt gemerkt, an den drei Stellen, es wird ein längeres Let's Play. Also mehreren Folgen. Clicker Heroes. Ein Game, Clicker Game, whatsoever. Wir werden jetzt mal ein neues Spiel spielen, was in die Kategorie Idle Game / Clicker Game passt. Was das ist, werde ich euch dann, wenn es soweit ist, zeigen. Erstmal, was ist Clicker Heroes? Es ist, wie gesagt, ein Browser-Game. Da. Diese guten alten Flash-Games kennt man ja vielleicht noch. Die auch gut Trouble machen. Ja. Bitte einmal mit Flash. Gott, Alter, wie lange ich schon keine Flash-Games mehr gespielt habe. Ich meine, wirklich Flash-Games gespielt habe ich ja nie wirklich. Nein, das gehört nicht zum Spiel dazu. Gut. Play, komm, komm, gut, play, play. Ja, man merkt Flash. Ja, so, ich habe ein bisschen, ja. Ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gemacht, die ist aber leider verstorben, weil ich vergessen hatte. Oder, ja doch. Ich habe den Rechner da vorne gestartet, habe aber vergessen, die ganze Audio-Harte wieder einzurichten. Weswegen nicht wirklich was aufgenommen wurde. Also soundmäßig. Gut, egal. Ja, Clicker Game, Hero Game. Was ist das? Also zuallererst ein Spiel, was auf Englisch ist. Wir stellen es also mal auf Deutsch. Language, Deutsch. So. Clicker Games, Hero Games ist ein Spiel, da geht es darum, man muss Monster töten. Dazu, wie gesagt, hier die Monster. Zum Angreifen praktisch mit Linksklick raufklicken. Damit tötet man praktisch, wenn die Lebenspunkte vorbei sind, dann das Monster. Man merkt aber, es kommen immer wieder neue, und zwar 10 Stück. Wenn man die 10 erledigt hat, dann kommt man quasi in ein nächstes Level. Man sieht hier oben Level 1 oder welchen Level 1. Ich meine, gut, hier liegt ein Baumstamm rum. Würde ich jetzt noch nicht unbedingt als welche bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall eine Wiese. So, und sobald man diese 10 Monster umgebracht hat, kann man entweder fröhlich weitermachen, was denn relativ sinnfrei wäre, noch. Oder aber man geht ins Level nächst, also ins nächste Level, also Level 2, und kann den wieder mal umbringen. Allerdings sind die dann stärker. Ja. Am Anfang hatten die Monster mal 10 Lebenspunkte, jetzt haben sie schon 26, also es wird einfach nur schwerer. Macht also nicht wirklich Sinn. Damit man nicht irgendwann 3 Stunden vor einem Monster sitzt, um das zu erledigen, kann man hier Helfer rekrutieren. Also Helden, Helfer, Fighter, Kämpfer, nennt es wie ihr wollt. Ich nenne sie gerne mal Fighter. Und der erste, der unterstützt uns beim Klicken halt. Heißt also, wir bekommen, wenn wir hier Monster töten, am Ende immer Gold. Bap, da hat er 2 Gold bekommen. So, das wird uns hier gut geschrieben, 18 Gold. Und mit dem Gold können wir uns unsere Helfer praktisch bezahlen. So. Wir kaufen einmal die nette Dame, ist hier Sklavenmarkt, von daher eine Sexsklavin kann man immer gut gebrauchen. Bap. Jetzt haben wir eine Helferin für besondere Zwecke. Ja, die Level 1 ist. Um sie praktisch zu leveln, weil wir leveln uns, indem wir die Monster töten, um sie zu leveln, müssen wir ihr Geld in den Rachen schmeißen. Bap. Jetzt ist sie Level 2. Wird immer teurer, ist halt eine Frau. Nein, ist immer so. Also die Helfer, wie gesagt, die kann man halt leveln, und je höher die gelevelt sind, desto mehr Geld muss man ihnen in den Rachen stecken, damit sie noch besser werden, quasi. Ja, und sie unterstützt uns jetzt beim Klicken, heißt also, wir hatten davor immer einen Klickschaden und jetzt haben wir schon 3 Klickschaden. Das ist wie folgt bestimmt, man selber hat immer nur einen Klickschaden. Heißt also, ich mache immer einen Schaden, egal was ist. Aber dadurch, dass ich sie auf Level 2 bei mir habe als Helferin, unterstützt sie mich praktisch immer mit 2 Damage. Und 2 plus 1 ist dann halt die 3.
So, damit errechnet sich das. Das wird später interessant. Wenn Sie denn etwas hier mit Upgrade kommt, denn alles gut, ich erkläre es. Alles schön und gut, ich hoffe es. Ja. Das heißt also, wie gesagt, man selber macht immer Schaden mit dem Klicken. Das wird irgendwann relativ öde, weil es ist zwar ein Clicker-Games, das basiert praktisch darauf, aber um es mal so zu sagen, wir sind Level 3. Es vergewaltigt die Maus. Es fuck. Und zwar hart. Penetrant und überhaupt. Und damit das nicht der pa nicht der ja der Fall wird, passiert, whatever, kann man sich praktisch auch weitere Helfer holen. Das sind dann er zum Beispiel und die, die nach ihm folgen werden, seht ihr dann gleich, sobald wir ihn gekauft haben oder ihn kaufen können. Warten wir mal ganz kurz. Er kostet 50, wir haben 35, wir haben 38, wir haben 40, wir haben 41. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Noch ein Monster. Yay. So, ha, recht genau. So, jetzt können wir ihn kaufen und das Besondere an ihm ist, er macht Schaden, ohne dass wir klicken. Das heißt also, die erste Helferin unterstützt uns beim Klicken. Alle folgenden kämpfen für sich. Daher auch der Name Idle Game slash Clicker Game, weil es ist ein Game, wo man klickt, wo man aber auch idlen kann. Heißt also, das Spiel macht alles eigentlich für sich. Ja. Genau das machen, wie gesagt, die weiteren. Wir können ja immer schon ein bisschen Gold einsammeln. Ansonsten, das Gold sammelt sich nach einer Weile auch von selber ein. Wir können übrigens mal das nächste Level. Ja, was wollte ich sagen? Wollte ich lügen? Genau. Nächstes Level für ihn 53. Geht das schon ganz schön in die Kosten. So. Ansonsten, was ich sagen wollte, ist, wir können ihn natürlich auch weiter unterstützen, indem wir selber auch weiter mitklicken. Ganz klar. Weil man sieht halt, er macht am Anfang relativ wenig Schaden. Es zieht sich halt hin. Ihn können wir noch nicht upgraden, aber wir können uns noch weiter upgraden. Dann wird unser Klickschaden etwas größer. Dann macht das Ganze auch schon etwas mehr Sinn hier. Was ist da draußen los? Wow, sind Level 10. Ich bin doch schon Level 10. Achso, 100 Gold. Ja, man kann den Fightern quasi auch Upgrades spendieren. Damit werden sie dann praktisch. Ja, das ist halt quasi ein Boost. Heißt also, sie zum Beispiel hat pro Level einen Schaden. Das heißt also, jetzt macht sie 7 Schaden pro Sekunde. Und mit diesem Upgrade, das 100 Gold kostet, würde sie halt den 100% fachen Schaden, wollte ich gerade sagen, macht überhaupt keinen Sinn. 100% mehr Schaden machen, das heißt also den zweifachen Schaden, also statt 7, 14. Kostet allerdings 100 Gold, können wir also noch nicht machen. Daher belassen wir das natürlich auch erstmal. Vielleicht kriege ich sogar schon auf Level 10. Ah, siehst du? Genau, hat man gerade gesehen, die Truhe geben extra Geld. Und jetzt hat man auch gesehen, wir können uns jetzt den hier leisten. Wir haben 60 Gold, der kostet 53 Gold. Also das Upgrade. Und wie gesagt, sobald man sich ungefähr einen Helden leisten kann, kommt etwas später auch der nächste Level, der nächste Held hier unten rein. Das heißt also, die Liste wird immer größer, je nachdem, was wir an Helden haben. Er ist natürlich einfach nur stärker als wie er. Ansonsten ist halt jeder ein ganz normaler Kämpfer, heißt also, jeder macht einfach nur Schaden. Dass irgendwelche Helden irgendwelche Spezialfähigkeiten haben, ist erstmal nicht der Fall. Erstmal, weil es gibt doch Effekte, aber die sind erstmal, kann man sagen, irrelevant. An sich sind die Helden einfach für sich immer stärker werden. Das heißt also, er macht halt Seitenschaden, er macht dann für sich mehr Schaden, der nächste macht dann halt noch mehr Schaden pro Level. Ja. Das ist quasi das gesamte Geheimnis. Die einzige Ausnahme ist, wie gesagt, der erste, weil er unterstützt halt uns beim Klicken. Sieht man hier, glaube ich, auch. Genau hier. Aktueller Schaden, Klickschaden 9.
Das heißt also, das, was ist, wenn wir klicken und alle anderen haben halt SPS, das steht für Schaden pro Sekunde. Das heißt also, es hat mit dem Klicken an sich nichts mehr zu tun, sondern sie machen einfach kontinuierlich Schaden. So, und er hat dann halt schon 22 Schaden und der nächste hat dann halt noch mehr. Wir können ihn mal upgraden und dann können wir auch ins nächste Level gehen. Das nächste Level ist nämlich ein besonderes Level und zwar ein sogenanntes Boss-Level. Das heißt, wir haben hier einen wesentlich stärkeren Gegner, dafür aber auch nur ein. Hier, Vergleiche, hier hat man ungefähr, was war das gerade? 70? Ja, 65 Lebenspunkte. Und er hat aber schon 1000. Und man hat auch nur eine gewisse Zeit, um ihn zu erledigen. Während man hier sich praktisch endlos lange Zeit lassen konnte, dass also der Balken, wenn man hier nur einen so Ultraschaffen gehabt hätte, dann kann es auch sein, dass der Balken mal 3 Stunden braucht, bis er runtergeht. Ist nicht schön, aber möglich. Das geht bei ihm nicht. Um bei ihm weiterzukommen, muss man wirklich das innerhalb von den 30 Sekunden schaffen. Ist später veränderbar, aber erstmal am Anfang 30 Sekunden. Dementsprechend muss man alles in seiner Macht Stehende tun, um ihn innerhalb dieser Zeit runterzubekommen. Das, was wir relativ gut schaffen. Nice. Na komm, 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 komm. Yeah. Und das nächste Level. Und hier geht es wieder von vorne los. Heißt also, jetzt kommen wieder 4 normale Levels und jedes fünfte Level ist dann, wie gesagt, wieder ein Boss-Level. Heißt also in dem Fall dann wieder Level 10, 15 und so weiter. So, wir haben. Ah, wir können ihn upgraden. Level 4. Ansonsten, ich weiß nicht, die Musik hier in-game ist relativ Larifari. Ich mach die mal aus. Das mache ich auch mal aus, wobei, nee, das kann man drin lassen, durchaus. Aber ich werde dafür meine eigene Playlist starten. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, wobei, nee, die Playlist hier, die Playlist ist komplett neu. Da kommt Stimmung auf. ja, aber wie gesagt, das Spiel hier hat halt nur seine eigene Playlist mit, weiß nicht, 3 Liedern oder sowas und die wiederholt sich halt immer wieder. Dürfte also relativ schnell langweilig werden, von daher habe ich halt meine eigene Playlist. Vocaloid-Musik, ne? Für jemand, der das noch nicht kennt. Nice. So, komm hier. Spielen wir gleich noch mal ein bisschen hier. Und noch mal hier so. Bom, bom, bom. Oh, Level 7 können wir. So, heißt also, am Anfang bestätigt das Spiel erstmal nur darin, wie gesagt, einfach immer mehr Monster hier umzubringen, sich selber immer weiter hochzuleveln, um immer weiter ins Level hochzusteigen, damit die Gegner immer stärker werden und man selber auch wieder stärker werden muss, um sie bezwingen zu können. Das ist das gesamte Betriebsgeheimnis dahinter. Erstmal. Denn das, was an Clicker-Heroes besonders ist, es wird später sehr komplex. Das heißt also, ja, erklär ich dann, wenn es soweit ist. Es gibt später noch Sachen, die hinzukommen, die das Spiel wesentlich komplexer gestalten. Das kommt dann entsprechend in den höheren Leveln, aber erstmal. Das heißt also, jetzt ja, haben wir praktisch keinen anderen Job, als hier in den Leveln weiterzukommen. Das tun wir natürlich auch mal schön. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht so laut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe probiert. 33% sollte gut sein. Wow. Das war der Positionsregler. Das hier ist Lautstärke. Ich frage mich schon, warum mir keine Prozentanzeige gerade kam. Das sollte passen. So, wir können, ja, wir können uns die Wand kaufen. Nicey dicey. So, und ihr siehst, jetzt geht der Balken hier schon gleich wesentlich schneller runter. Was ganz cool ist. Genau, bis 22 Schaden pro Sekunde. Das passt doch. Oh, man hat jetzt sogar eine Prozentanzeige von dem Gesamtschaden. Ah. Interessant. Okay. So, den könnten wir auch upgraden. Machen wir auch mal. Vielleicht kriegen wir den sogar auf welches? Auf Level 10? Ja, komm, das schaffen wir locker. Ja, und das, wie gesagt, das Gold, was hier unten liegt, das sammelt sich von alleine ein. Das heißt also, man kann es liegen lassen und es wird dann später irgendwann dazugerechnet.
Man kann aber auch mit der Maus einfach darüber fahren und dann sammelt man das Geld quasi sofort ein. Ja, wenn man jetzt nicht 3 Sekunden lang warten möchte, kann man es auch machen. Ansonsten, wie gesagt, es sammelt sich auch von alleine ein. So, wir haben ihn Level 10 und brauchen 500 Gold fürs Upgrade. Ah, das ist ja hässlich. Oh, wir können Level 9 gehen. Ins Level 9 gehen. Wir können Level 9 gehen. Digga, Grammatik. So. Ah, nächste Level wird dann wieder Bossgegner. Bin ich mal gespannt, ob wir den auch schon schaffen. Oh, wieder eine Dame. Brittany. Was machst du? Oh, gleich 74. Nice. Ah, ich sehe gerade mal 22 und sie dann gleich hier 74 Schaden. Die pfeffert dann richtig rein. So, dich werden wir aber erstmal upgraden. Machst du schon 44 Schaden? Ist auch schon mal eine neue Adresse. Ansonsten gibt es auch sowas wie Achievements, die man freischalten kann. Sieht man hier oben, das hier ist unsere Liste, wo unsere Helden, Fighter, whatever drin stehen. Und hier hat man Achievements, die man ergattern kann. Was wir zum Beispiel mal ganz kurz testweise machen können, ein Achievement, das relativ schnell geht, ist fünfmal pro Sekunde klicken. Ah, okay, kommen wir vielleicht doch nicht hin. Ah, doch, jetzt. Bam, bam. Gekonntes Klicken. Ach so. Ja, okay, war was anderes. Das war das hier. Oh, nee. Hä, was ist denn das? Irgendwas weiter oben oder was? Nee, das hier ist ein Achievement, dass wir bereits 100 Monster umgebracht haben. Was natürlich nicht schlecht ist. Also aktualisiert er das nur, wenn man hier wieder rauf geht? Ja, okay. Das da. Klicke 1000 Mal. Heißt also, diese Ansicht hier wird nicht aktualisiert, sondern um sie selber zu aktualisieren, muss man sie neu aufrufen. Bap und bap. So, ja, wie gesagt, hier gibt es halt verschiedenste Sachen. Das erklärt sich später alles, keine Angst. Ja, das ist natürlich alles jetzt schön. Ihr wisst gar nicht, was damit gemeint ist. Aber wie gesagt, hier zum Beispiel 1000 Mal klicken, also hier dieses Raufklicken 1000 Mal, beziehungsweise gibt es dann natürlich auch fortgeschrittene Varianten mit 10.000 Mal, 100.000 Mal, nee, 50.000 Mal, jetzt 100.000 und 250.000. Ja, und so gibt es halt diverse Achievements, die sich einfach nur mal weiter steigern. Hier zum Beispiel offen das gleiche, töte 100 Monster, töte 1000 Monster, töte 10.000 Monster und so weiter und so fort. Genau. Ja. Und dann gibt es noch eine Statistik. Hier sieht man, was wir alles bisher geschafft haben. Werde ich dann später auch noch genauer drauf eingehen. Ist jetzt erstmal relativ uninteressant. Wollte ich nur gezeigt haben. So. Wir könnten schon Level 10 gehen, aber ich glaube, wir sind noch zu schwach fürs Monster, für den Boss. Ja, wir sind viel zu schwach. Aber wir können upgraden. Ey, wir haben genau 1000! LOL! Sind aber trotzdem zu schwach. Ja, muss ich mal wieder mitklicken, ja. Meine Pfeffinger K.O.-Technik. Ah, 5 mal pro Sekunde. Wow, wir können falsch mit Gold. Ich schaffe aber trotzdem nicht. Fuck, schaffen wir nicht. Hätten wir geschafft vielleicht, aber ich war zu faul. So, jetzt haben wir nämlich hier unsere beiden Achievements. Da. Klicke 12 mal pro Sekunde und klicke 14 mal pro Sekunde. Warum nicht 15 mal? Komische Zahl. Und man kriegt auch, wie man gerade sieht, Belohnungen für die Achievements. Zum einen ist es natürlich immer schön, Achievements zu haben, ne? Kann man immer schön angeben und die habe geschafft. Und zum anderen, wie gesagt, hier bekommt man einen Klickschaden zusätzlich. Hier bekommt man ja schon 3 Klickschaden zusätzlich. Ist ein absoluter Witz, aber es ist halt erstmal was Schönes. Und was bekommt man hier? Gar nichts. Gar nichts. Nice. Okay, man kommt also nicht überall was. Interessant. So. Was sagt die Musik, ey? Achso, wir sind immer noch im Boss-Level. Was war denn hier? Schaffen wir noch eh nicht. Wir müssen erstmal Geld sammeln.
Und zwar würden die, wenn wir wahrscheinlich erstmal nicht upgraden können, die kostet einfach zu viel. Aber ich werde mal Ivan ein paar Level spendieren. Beziehungsweise können wir mal gucken. 100 Gold. Müsste doch eigentlich schon. Hä? Ach, der braucht noch ein Level. Ah, jetzt. Okay. So, jetzt ist er Level 10. Wir haben das entsprechende Gold und jetzt können wir ein Upgrade holen. Das heißt also, wie gesagt, jetzt 10. Wir machen derzeit. Ja, muss ich rechnen. Also, wir machen selber Einklickschaden. Haben durch das 10-mal Klicken Einklickschaden dazu. Durch das 14-mal Klicken 3 Klickschaden dazu. Und dann hat sie nochmal 10 Klickschaden, weil sie Level 10 ist. Haben wir also 15 Klickschaden. Wie man hier sieht, immer eine schöne 15. Wenn wir jetzt dieses Upgrade holen, womit sie 200% mehr bekommt, haben wir also sie mal 2, heißt also unsere 5 plus 20, also 25 Klickschaden. Und schon sind wir der absolute Obermacker. So, mit den Werten könnten wir tatsächlich schon versuchen, ich upgrade Ivan auch mal, level ihn mal ab. Und jetzt sollten wir den Boss locker schaffen. Ja, siehst du, da muss ich nicht mal helfen. Ich helfe aber nur trotzdem. Weil. Baum. Captain Iglo. Was ein Name. Ja, die meisten Sachen hier sind Anspielungen, für die, die es vielleicht noch nicht ganz gemerkt haben sollten. Level 11. Oh, und wir kommen langsam in die Wüste. Einöde. Ah, siehst du? Bis hier ein paar Wäldchen, da kommt ja Einöde. Wüste. Gut, ich würde das hier eher als Steppe bezeichnen als Einöde, aber naja. Okay. Wüste, ab in die Wüste. Für eine Wüste gibt es ja ganz viele Bäume. Na, wobei sind da eher so Kakteen mit komischen Kakteen. Okay. 700, 800 Gold fast. Wir haben 25 Klickschaden und 256 Schaden pro Sekunde. Aber wie gesagt, klicken tue ich persönlich nicht allzu sehr. Heißt also, ich werde das jetzt auch erstmal vernachlässigen mit dem Klickschaden. Aber unseren Schaden pro Sekunde, den würde ich doch gerne ein bisschen aufhübschen. Halte Umschalt für 10-mal, Z für 25-mal und Steuerung für 100-mal gedrückt. Drücke T, um zwischen Modifizieren umzuschalten. Was für Modifizieren? Ah! Okay, heißt also, wenn man die Umschalttaste gedrückt hält, ist man. Okay, solange wie man die Taste gedrückt hält, kann man dann sich gleich 10 Levels mit einmal kaufen. Beziehungsweise, was gab es noch? Z für 25 und Steuerung für 100. Oder aber man kann halt mit der T-Taste was, genau, mit der T-Taste halt auch einfach so durchklicken und dann braucht man nicht die Taste gedrückt halten. Sondern um wieder rauszukommen, muss man dann wieder T-Taste drücken und nochmal T-Taste. Und nochmal T-Taste. Yay. So. Level 12. Bitte einmal. Das ist ja auch immer so kleines. Ist ja schlimm. Ansonsten, ja, wenn ich ab und zu ein bisschen unbeholfen wirke, liegt es daran, ich spiele Clicker-Heroes auch seit kurzem selber. Allerdings auf dem Tablet und da ist es ganz anders. Da sieht nämlich. Ich weiß gar nicht, ob man sehen wird gleich. Oh. Okay, muss erstmal laden. Hat sich beendet. Captain Iglo kostet 4000. Können wir jetzt mal ein bisschen drauf sparen? Das würde sich, soweit ich mal annehme. Lohnen. So lange kann ich das schon mal hier zeigen. So. Ja, nicht erschreckt, ich bin hier auf der Tablet-Version schon wesentlich weiter. Ich bin jetzt schon Level 4400.
So, so sieht das Ganze auf der Tablet-Version aus. Wesentlich cleaner und hier sieht das Menü auch so aus, als also die Tasten hier sind bei den Helden ein bisschen anders angeordnet. Und auch die ganzen Tastenkombis mit Drücke Z gibt es natürlich auf dem Tablet alle nicht, weil hier gibt es keine Tasten, schlicht und ergreifend. Aber wie gesagt, ich bin halt hier schon ein bisschen weiter. Man sieht hier vielleicht, mal gucken, ob man es hält. Genau, Level 4400. Also ich spiele auch schon privat ein bisschen. Aber wie gesagt, ist halt... ich habe es halt auf dem Rechner nicht zum Laufen bekommen. Und dementsprechend, ja, war halt sind halt meine Gameplay-Künste hier auf der Version ein bisschen eingeschränkt. Warum? Wow. Okay. Ja. So. Du kannst dann mal wieder weg. Dich brauche ich nicht mehr. So, wir können Level 13 gehen. Und dann können wir uns auch hoffentlich bald Captain Eagle kaufen. Das wäre ganz ultra super duper geil. Und dann würde ich mal sagen, beende ich auch gleich mal die erste Folge. Tadam. Ja, ansonsten, wie gesagt, das hier ist ein Special Let's Play anlässlich meiner Ferien, also anlässlich der Ferien, und anlässlich deswegen, weil ich gerade, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade so absolut keinen Bock auf mein Test. Liegt vielleicht daran, dass vielleicht gerade auf meinen Servern absolut nichts los ist, und weil da nichts los ist, habe ich auch nicht wirklich Intention da. Ja, ich hoffe, irgendwann mal ist bei Debian endlich mein Test Version 5 in den klassischen Stable Repositories drin. Sodass wieder auf meine Server ein bisschen mehr Aktivität kommt. Auf jeden Fall, ja, mein Test jetzt erstmal vielleicht nicht. Dafür aber, wie gesagt, das hier. Ansonsten, welchen Rhythmus ich das mache, muss ich gucken. Auf jeden Fall jetzt wieder, jetzt erstmal wie gesagt ein paar Folgen. Wie ich das denn fest einbürgere, muss ich dann aber mal gucken. Auf jeden Fall jetzt erstmal einen kleinen Break und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde ich mal sorgen. So, dementsprechend kannst du zu. Bop. Weg mit dir. Okay. In dem Sinne, ja, wie gesagt, das Spiel kann man einfach beenden. In dem Sinne würde ich dann mal sagen, ciao mit V.